Moin Leute, und heute zeige ich euch, wie ihr eines der seltensten Autos in GTA Online freischalten könnt und das generell sogar sehr einfach und sogar legal. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, wollte ich euch jetzt schon mal zu bitten, den Like-Button mal richtig heftig zu verprügeln für diesen Goku Monkey Blister. Was braucht ihr denn für diesen Goku Monkey Blister? Also, den Goku Monkey Blister könnt ihr euch einfach freischalten, indem ihr den Skillrang auf 20 hochlevelt. Wenn ich von Skillrang rede, meine ich natürlich den Skillrang in der Arena. Aber wie levelt ihr überhaupt diesen Skillrang? Der Skillrang funktioniert so. Ihr müsst eine gewisse Anzahl von Arena-Spielen gewinnen, um ein Level hochzusteigen. Sprich, wenn ihr von Level 3 auf Level 4 hochsteigen wollt, müsst ihr 4 Arena-Spiele gewinnen, aber hintereinander. Sobald ihr ein Arena-Spiel verliert, wird euch wieder ein Punkt abgezogen. Zum Beispiel, ihr seid gerade Level 3, habt schon 2 Spiele gewonnen, sprich, euch würden nur noch 2 Spiele fehlen, um auf Skillrang Level 4 zu kommen, aber verliert jetzt, wird euch ein Sieg abgezogen, sprich, habt ihr keine 2 Siege mehr, sondern noch einen und müsst dann wiederum 3 Arena-Spiele gewinnen, um auf Skillrang 4 aufzusteigen. Und das geht halt immer so weiter. Wenn ihr zum Beispiel von Skillrang Level 7 auf Skillrang 8 aufsteigen möchtet, müsst ihr natürlich 8 Arena-Spiele gewinnen. Und das halt immer so weiter, bis ihr Skillrang Level 20 seid, bis ihr dann Arena-Legende seid. Und ja, Leute, in der Tat, das dauert lange. Wenn ihr von Skillrang 0 auf Skillrang 20 hochleveln wollt, rechnet mit um die 8 Stunden, 7 Stunden. Das dürfte auf jeden Fall ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. In meinem Fall war ich glücklicherweise schon auf Skillrang Level 10, habe mich von Level 10 auf Level 20 hochgelevelt, aber Leute, selbst das hat mich 5 Stunden gedauert. Wirklich, Leute, es hat mich 5 Stunden gedauert. Und dabei haben wir schon die schnellste Methode gemacht, die es gibt. Und zwar könnte ich einfach eine Spieleliste erstellen mit den Arena-Spielen. Hier kamst du Monsters, Carrot, Hot Bomb oder Tag Team. Diese Spielmodi funktionieren optimal, da man die zu zweit spielen kann und diese Spiele auch generell sehr, sehr schnell zu Ende sind. Ihr seht es auch gerade hier im Hintergrund. Und wenn ihr jetzt tatsächlich von Skillrang 0 auf Skillrang 20 hochleveln müsstet, müsst ihr um die 210 Spiele hintereinander gewinnen. Und das ist absolut heftig und wirklich, Leute, es dauert einfach eine gefühlte Ewigkeit. Aber Leute, ihr könnt natürlich das Auto auch noch schneller bekommen. Was halt schneller? Ihr braucht natürlich dann wiederum einen Freund, dieses Auto denn schon freigeschaltet hat bzw. schon besitzt. Und zwar gibt es ja aktuell noch den Giftcast to Friends Glitch. Und mit Giftcast to Friends Glitch könntet ihr von eurem Freund das Auto bekommen, beziehungsweise wenn ihr das Auto besitzt, könnt ihr natürlich eurem Freund das Auto geben. Den Link zum Giftcast to Friends Glitch findet ihr natürlich in der Videobeschreibung bzw. auch in der Infobox. Wenn ihr keinen habt, der das Auto besitzt, schreibt in die Kommentare, helft euch gegenseitig dieses ultra krass seltene Auto zu bekommen. Aber das war es eigentlich auch schon von diesem Video. Ich habe euch jetzt gezeigt, wie ihr dieses Auto bekommen könnt in 2 Möglichkeiten. Einmal auf dem legalen Weg und einmal ja, mit einem weniger legalen Giftcast to Friends Weg. Aber meine Güte, Hauptsache ihr habt das Auto. Wenn euch dieses kleine Informationsvideo gefallen hat, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr fetten Daumen nach oben geben könntet. Ich bin raus, bleibt gesund, euer Bombard. Ciao.